Der Aga ging in einem Nebel von Segenswünschen, Hilferufen, Tränen bitten, Hoffnungsfragen. Nie, auch in den Lagern der Verschickung nicht, hatte Rifat Bereket ähnliche Gesichter gesehen wie hier auf dem Damlacek. Die fieberwilden Fratzen der Männer umlauerten ihn gierig. Die stockdürren Arme der Weiber, aus zerrissenen Ärmeln stechend, hielten ihm die kleinen Kinder vors Gesicht. Fast alle diese Kinder trugen schwankende Wasserköpfe an dünnen Hälschen. Und in ihren staunenden Riesenaugen lag ein Wissen, das Menschenkindern verboten ist. Der Aga erkannte, dass auch der grausamste Deportationsmarsch nicht entmenschender wirkte als dieses abgeschnitten und ausgespien sein. Nicht die Ausrottung eines ganzen Volkes ist der Gräuel schlimmster, sondern die Ausrottung der Gotteskindschaft in einem ganzen Volk. Das Schwert Envers hat, als es die Armenier traf, Allah selbst getroffen. Denn in ihnen wie in allen Menschen wohnt Allah, wenn sie auch Ungläubige sind. Wer aber in einem Geschöpf die Würde vernichtet, der vernichtet den Schöpfer in ihm. Dies ist der Gottesmord, die Sünde, die bis ans Ende der Zeit nicht vergeben wird. Sie sah.